Hallo. Ja, heute melde ich mich mal mit was ganz Aktuellen aus dem klassischen Ordnungswidrigkeitenrecht. Hier geht es um die Frage der Geschwindigkeitsmessung mit einem Handlasermessgerät des Typs LTI TrueSpeed 2020. Das ist so eine Handlaserpistole, mit der die Geschwindigkeit gemessen wird. Und ich erzähle euch heute, warum diese Messungen zumindest in Nordrhein-Westfalen nicht mehr durchgeführt werden dürfen und wahrscheinlich auch alle Verfahren, die anhängig sind, eingestellt werden. Also, falls das für euch interessant ist und ihr solche Informationen wollt, dann bitte das Plus wegmachen, abonnieren und reinschauen, weil es immer wieder neue Informationen dazu gibt. Also, in der Sache ist es so, das Messgerät LTI TrueSpeed 2020 hat bisher eine Gerätezulassung, ist ein Handlasermessgerät, sieht aus wie so eine kleine Pistole, wird auf einem Dreibein montiert und da kann man durch einen Sucher dann ankommende Fahrzeuge anvisieren und dann löst man quasi den Abzug aus und dann wird ein Laserstrahl rausgeschickt und der trifft auf einen Reflektor, wird zurückgeworfen und es wird Weg durch Zeit gerechnet und dann weiß man oder sollte man wissen, wie schnell das Fahrzeug gefahren ist. Vorausgesetzt, das Gerät funktioniert richtig und das Gerät geht davon aus, dass stehende und ruhende Objekte auch nur 0 km/h, mit 0 km/h gemessen werden oder da werden 0 km/h angezeigt. Sowas überprüft man durch den sogenannten Nulltest. Und das war schon vor 1,5 Jahren mal Thema. Da habe ich mit einem Sachverständigen gesprochen, der hat mir erzählt, dass sie da solche Versuchsreihen durchgeführt haben und dass man da reproduzierbar, und das ist das Besondere, festgestellt habe, dass zum Beispiel bei einer Messung einer reflektierenden Wand oder auch der Messung eines stehenden Fahrzeugs vor einer reflektierenden Wand Nullmessungen durchgeführt worden sind, wo dann teilweise bis zu 3 km/h angezeigt wurden, obwohl das gemessene Objekt sich gar nicht bewegt hat. Das hat man dann irgendwie weiterverfolgt und weitere Studien dazu gemacht, hat das dann auch dem Hersteller und auch der PTB, das ist die physikalisch-technische Prüfstelle, die solche Geräte zulässt, vorgetragen und angezeigt. Und siehe da, die Prüfung ist so weit gegangen, dass jetzt gerade, das war am 9. Juli, der Gerätehersteller und die PTB in dem Landesamt für Zentralen Polizeidienst in NRW, also der LZPD, das ist die Stelle bei der Polizei, die für Gerätewartung, Gerätezulassung und Geräteeinsatz zuständig sind, mitgeteilt hat, dass das Gerät vom Markt genommen wird und derzeit nicht mehr damit gemessen werden darf. Insbesondere darf damit nicht mehr in einem standardisierten Messverfahren gemessen werden. In dem Schreiben, was mir hier vorliegt, was von der LZPD ist, heißt es am Ende, Lasermessgeräte des oben benannten Typs sind daher mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres nicht mehr für den repressiven Geschwindigkeitsüberwachungseinsatz einzusetzen. Das heißt, es dürfen keine neuen Messungen mehr damit gemacht werden, weil nicht sicher ist, dass die Ergebnisse, die dieses Gerät produziert, auch stimmen. Was heißt das für anhängige und laufende Verfahren? Das heißt auf jeden Fall, dass alle laufenden Verfahren erstmal ausgesetzt werden müssen. Ne? Das heißt, man muss einen Antrag stellen, dass da keine Entscheidung mehr geht, weil die Entscheidung, wenn man sie so trifft, wie man sie bisher getroffen hat, möglicherweise falsch ist und der vorgeworfene Geschwindigkeitswert gar nicht stimmt. Auf der anderen Seite sollte vielleicht euer Verteidiger auch einen entsprechenden Beweisantrag stellen, um die Richtigkeit oder Qualität des beanzeigten Geschwindigkeitswerts unter Berücksichtigung dieser neuen Erkenntnisse überprüfen zu lassen, beziehungsweise nachprüfen zu lassen, dass hier ein Messfehler zu einem Nachteil vorliegt, weil die Nullmessung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, beziehungsweise das Gerät bei der Messwertbildung von einer falschen Basis ausgegangen ist. Das könnte dazu führen, dass der Messwert insgesamt zu verwerfen ist oder zumindest ein Abzug von 3 km/h gemacht werden muss, was zum Beispiel bei Leuten, die so gerade an der Punktegrenze bei 21 km/h oder der Fahrverbotsgrenze innerorts 31, außerorts 41 km/h sind, einen ganz wesentlichen Unterschied macht. Ich bin der Auffassung, dass es auch durchaus gute Chancen gibt, dass laufende Verfahren eingestellt werden, beziehungsweise eingestellt werden müssen. Das kann mit dem Lauf oder mit dem Zeitablauf zu tun haben. Im Ordnungswidrigkeitenrecht gelten noch kurze Verjährungen. Wenn innerhalb von 2 Jahren kein Urteil gefällt worden ist, tritt da die absolute Verjährung ein. Und es muss auch immer innerhalb von 6 Monaten eine Förderung des Verfahrens in einer bestimmten Art und Weise stattfinden. Insofern kann das Thema Verjährung hier interessant werden. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch die Prozessökonomie im Auge behalten. Soll heißen, wenn man jetzt so einen Sachverständigengutachten in Auftrag gibt, produziert das Kosten von 2.000, 3.000 Euro.
mit ungewissem Ausgang. Es kann gut sein, dass der Staat hinterher diese Kosten zahlt. Wenn die Belastung verwertbar sein sollte, kann es sein, dass ihr oder eure Rechtsschutzversicherung das zahlen muss. Fakt ist aber, das ist jetzt zunächst mal eine Anweisung des Geräteherstellers und auch der PTB gibt, die sagt, Geräte nicht weiter verwenden, weil die Ergebnisse sind nicht per se erstmal für sich so gesehen stimmig. Daraus kann natürlich das Argument entstehen, dass man sagt, dann darf so ein Verfahren jetzt auch nicht weiter betrieben werden. Das hängt sicherlich von der individuellen Begründung und des individuellen Verfahrensstatus oder Standpunkts ab, genau in welchem Rahmen sich das gerade befindet. Ich für meinen Teil werde alle Fälle, die wir haben, prüfen und schauen, ob man hier eine Einstellung beantragt oder eine Aussetzung. Letztendlich ist das erstmal eine ganz gute Information für die Leute, die diese Messungen haben. Und gerade in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen sind das sehr viele. Also die beiden Bundesländer haben sehr viele dieser Geräte angeschafft. Das sind quasi die Nachfolgegeräte zu den ganz alten Riegel-Handmessgeräten. Die kennt man, die sehen noch ein bisschen rustikaler aus, weniger Plastik, mehr Metall, aber funktionieren ähnlich. Es kann auch sein, dass diese Erkenntnisse, die man jetzt gewonnen hat, auch mal in der Prüfung der Riegel FG21 oder Riegel LA90 Geräte überträgt. Vielleicht ergibt sich da auch ein Ansatzpunkt für eine Verteidigung, das wird man sehen. Da muss ich nochmal mit den Sachverständigen sprechen, die mir auch diese Informationen zur Verfügung gestellt haben. Also, das heißt, solltet ihr einen Bescheid bekommen, Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid, wo drin steht, gemessen mit Handlasermessgerät, auf jeden Fall zum Anwalt gehen, das überprüfen lassen. Der muss in die Akte gucken, schauen, ist das ein Riegelgerät oder ist das ein LTI-Gerät. Sollte da schon draufstehen, dass es ein LTI-Gerät war, auf jeden Fall zum Anwalt gehen. Die Chancen, dass hier kein Geldbuße, kein Punkt oder kein Fahrverbot verhängt wird, sind groß. Wenn das für euch interessant war und ihr sagt, das hat mir geholfen, freue ich mich über einen positiven Kommentar, ein Like oder insbesondere ein Abo. Einfach mal oben das Plus wegmachen und folgen und dann werdet ihr auch mitbekommen, wenn es heißt, Neues vom Hexer. Macht's gut, bis dann. Ciao.